mal meinen Krusch hier runter machen. Die Maske nebendran, die Bibel lege ich hier hin. Ja, ich habe den Auftrag, das letzte Kapitel im ersten Johannesbrief mit euch zu machen. 1. Johannes 5 sind wir. Und über diesem Kapitel hat der Christian, ich glaube, der macht immer die Vorschläge drüber geschrieben, Zuversicht in Jesus. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Hat jemand von euch gestern Abend Fußball angeschaut? Wenn du wissen willst, wie ein Mensch aussieht, der keine Zuversicht mehr hat, dann hättest du zu mir kommen müssen ins Wohnzimmer und dann hättest du das bei mir gesehen. Weil wo die Spanier vorne schon angegriffen haben, unsere Leute hinten nicht mehr rausgekommen sind, da war mir schon klar, das wird heute Abend nichts. Und nach dem 3-0 habe ich abgeschaltet, ich habe keine Zuversicht mehr gehabt, dass diese Mannschaft noch gewinnt. Und für die Europameisterschaft habe ich auch keine Zuversicht mehr. Ich war fix und fertig, ich habe mich geschämt, ein Deutscher zu sein. Ich bin ins Bett gegangen, ich war depressiv. Ich habe heute beim Italiener nichts bestellt und ich bin zu unseren türkischen Freunden nicht gegangen. Und ich habe keinen Döner geholt. Warum nicht? Die hätten sich über mich lustig gemacht. Deutschland verliert 6-0 gegen Spanien. Also wie sieht ein Mensch aus, wenn er keine Zuversicht hat? Ja, das sieht man auch äußerlich, da hängt der Kopf unter, die Schulter hängen, da ist ein trauriges Gesicht. Zuversicht, nicht Zuversicht haben, macht was mit uns. Aber wie sieht denn ein Mensch aus, wenn er Zuversicht hat? Wie sieht denn das aus, wenn da etwas in ihm drin ist, wo ihn gut stimmt? Dann ist doch ein Mensch zuversichtlich, dann ist er positiv drauf. Man sieht es auch an der Körperhaltung, er ist aktiv, da ist Ruhe, da ist Frieden vielleicht da, da packt er was an, da ist er überzeugt, da geht was. Also Zuversicht macht was mit uns. Und Paulus hat es erlebt. Paulus hat diese Zuversicht erlebt. Da heißt es in der Apostelgeschichte, letztes Kapitel, er war auf dem Weg nach Rom. Wie war er auf dem Weg nach Rom? Der hat die Hände hinten gebunden gehabt. Wahrscheinlich links und rechts ein Soldat und dann geht es so. Und dann steht dort in der Apostelgeschichte und Paulus sah die Brüder, die ihn auch von Rom entgegenkamen und er gewann Zuversicht. Er dankte Gott, gewann Zuversicht. Und wisst ihr, was zum Schluss an der Apostelgeschichte steht? Der letzte Satz. Paulus hat in Rom dann freimütig vom Reich Gottes gepredigt. Also Paulus sah diese Männer, hat. Er sah, dass diese Männer ihm gut tun, dass sie sich um ihn kümmern, dass sie ihn trösten, dass sie mit ihm unterwegs sind. Und das hat Paulus Zuversicht gegeben. Und David hat auch einmal gebetet, im Psalm 63. Und auch da kommt das Wort Zuversicht vor. Und da schildert er am Anfang, hey, Menschen stellen mir nach, die meinen es richtig mies mit mir. Die beratschlagen, wie sie mich so richtig niederstoßen können und die erzählen Lügen über mich. Und dann betet er. Dieses Gebet ist eigentlich wunderbar. Im Psalm 62, die Verse 7 und 8. Vielleicht habt ihr sie jetzt gerade unten angeblendet, dann könnt ihr mitlesen. Was betet er hier in dieser Situation? Er, Gott, er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Und im Vers 9 heißt es, hofft alle Zeit, ihr Volk, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist uns. Er betet, mein Heil, meine Ehre, mein Fels. Ja, alles in Gott zu finden, alle Eigenschaften und diese Eigenschaften hochzuheben im Lobpreis, ja, das ist ein Kennzeichen eines geretteten Kindes Gottes. Wir loben Gott für seine Eigenschaften. Aber wisst ihr was? Und das lehrt uns David hier. Einem Kind Gottes reicht es nicht zu wissen um die Eigenschaften Gottes. Nein, David betet, mein Fels, meine Hilfe. Und was will er da zum Ausdruck bringen? Was will dieses Wort mein zum Ausdruck bringen? Ich möchte es euch sagen. David möchte mit diesem Wort mein zum Ausdruck bringen, dass er im Glauben diese wunderbaren Eigenschaften Gottes für sich in Besitz nehmen will. Er möchte sie sich aneignen. Und die
das Aneignen durch mein Fels, meine Stärke, das gibt ihm die Zuversicht, sodass er beten kann, Gott ist meine Zuversicht. Wisst ihr, ich habe hier einen Pullover hängen. Pullover hängen hast in deinem Kleiderschrank und du sagst, das ist, der gehört mir, der Pullover. Ja, dann weißt du das, das ist. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du wissen willst, dass er wahr macht, wenn du ihn gebrauchst und dann merkst du, bei welchem Wetter du ihn anziehen kannst, dann musst du ihn nehmen und musst ihn dir anziehen. Und das ist genau das, was David hier in diesem Psalm betet. Du bist mein Fels, das zieht er sich an. Du bist mein Schutz, das zieht er sich an. Und ihr wisst ja, im Lobpreis, und es sollte eigentlich nicht nur im Lobpreis sein, sondern Paulus sagt, ihr Männer, ihr könnt auch mal die Hände heben, auch wenn ihr nicht singt. Das ist doch die optimale Pulloveranziehhaltung, oder? Da rutscht doch der Pullover optimal runter. Gott, du bist mein Fels, Gott, du bist mein Schutz. Gott, du bist mein Heil. Aber du musst es dir von Gott anziehen lassen. Das können wir nicht selber. Sondern du kannst dich nur öffnen und kannst sagen, Herr, verinnerliche das in meinem Herz, dass ich diese Dinge, die du zur Verfügung stellst, dass du mein Heil, mein Fels, meine Stärke, mein Retter, mein Alpha und Omega, meine Hilfe, mein Hirte, meine Tür, mein, das kannst du dir nur von Gott anziehen lassen durch den Heiligen Geist. Das kannst du nicht selber bewirken. Und wisst ihr, das Wort Zuversicht, das heißt auch in der Bibel übersetzt, überzeugt sein oder von Furcht und Zweifel befreit. Also überzeugt sein, ohne Zweifel, dass ich das ewige Leben habe. Überzeugt sein, ohne Zweifel, dass ich ein Kind Gottes bin. Wisst ihr, das ist Zuversicht. Das gibt Zuversicht. Und Zuversicht ist auch ein Bestandteil des Glaubens. In den älteren Übersetzungen, also in den Luther-Übersetzungen und in den Elberfelder-Übersetzungen, wird Glaube in Hebräer 11 übersetzt. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wenn David betet, Gott ist meine Zuversicht, dann können wir auch beten, Jesus, du bist meine Zuversicht. Und in Jesus gibt es Dinge, die wir anziehen können. Jesus, wo ich sagen darf, das ist mein. Und wenn du das tust, wirst du Zuversicht in deinem Leben spüren. Und wir wollen uns das mal anschauen. Ich habe zwei Punkte aus dem 1. Johannes 5 mitgebracht, die uns zeigen sollen, welche Eigenschaften stellt uns Jesus zur Verfügung, die uns Zuversicht geben. Dürfte ich dich mal bitten, mir kurz meine Flasche zu geben? Ich kriege ein bisschen trockenen Mund. Der Dominik hat den Vers unten angeklickt. Macht. Und mein erster Punkt ist, meine Zuversicht in Jesus ist, dass ich von Gott geboren bin. Dazu gibt es den Vers in 1. Johannes 5,1, den könnt ihr aufschlagen. Und jetzt muss ich sagen, in den moderneren Übersetzungen steht jetzt dort Kind Gottes. In meiner Übersetzung, ich lese gern Luther, ich lese gern Elberfelder. Dort steht von Gott geboren. Also 1. Johannes 5,1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Von Gott geboren heißt für mich nochmal ein bisschen ein anderes Normal. Von Gott geboren heißt für mich, wer ist mein Erzeuger? Wer war da aktiv? Was steckt da in mir? Von wem? Von Gott. Und wisst ihr, eine Geburt ist auch schmerzhaft. Und Gott hat Schmerzen erlitten am Kreuz von Golgatha, als sein Sohn starb. Also von Gott geboren ist eine andere Richtung wie Kind Gottes. Ja, und was heißt es, von Gott geboren? Wisst ihr, es gibt Sternstunden in unserem Leben. Ich bin schon ein bisschen älter, ich habe 3 Sternstunden gehabt. Die Nina hat, glaube ich, bald wieder eine Sternstunde, wenn nämlich ein Kind auf die Welt kommt. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ein Kind geboren wird, das ist eine Sternstunde in unserem Leben. Da ist Freude da, da rennt der Vater ins Krankenhaus. Oma und Opa tun in WhatsApp-Neistelle reinstellen, hey, wir sind Vater geworden. Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Und Luther hat einmal gesagt, wunderschöner Satz, wenn du ein Kind siehst,
dann siehst du Gott auf frischer Tat ertappt. Es ist sein Kind, eine Schöpfung von ihm. Und wenn du von Gott geboren bist, dann bist du etwas Wunderbares, dann bist du großartig. Eigentlich ist es kaum zu glauben, wenn man das sich auf der Zunge vergehen lässt. Du, der du jetzt da irgendwo sitzt am PC, wenn du Jesus Christus in dein Herzen aufgenommen hast, dann bist du von Gott geboren. Und dein Vater, der himmlische Vater, übernimmt Verantwortung für dich. Und durch den Glauben an Jesus Christus bist du für Gott eine Sternstunde geworden. Bist der Glaubende, die werden nicht gemacht, Glaubende, die werden geboren. Du hast die DNA Gottes in dir. Du bist eine neue Schöpfung. Und soll ich dir noch was sagen? Das Alte ist nämlich vergangen und Neues ist geworden. Durch eine neue Geburt. Wir sind als öfters in Südamerika unterwegs und da sind wir mal eingeladen worden in ein Leprakrankenhaus. Und wir sind dann dorthin gekommen und ich hatte zwei Bedenken. Das erste Bedenken war, wie kann ich mich da anstecken? Dann haben die mich gleich beruhigt, nein, das geht überhaupt nicht. Muss man länger Kontakt haben und sowas und überhaupt, Lepra ist heilbar. Das zweite war, wenn ich jetzt so einen Leprakranken sehe und wisst ihr, die sind schon sehr entstellt. Da fehlt die Nase, da fehlen Finger, da sind die Füße nur noch Stümpen. Und in diesem Leprakrankenhaus gibt es eine Waschstube. Also ihr müsst euch das vorstellen, wir sind in Südamerika. Das ist nicht so eine Hightech-Dusche und irgendwelche Hightech-Wasserhähnen, sondern da sitzt man auf Holzbänke und hat Holzböttiche vor sich und die Leprakranken müssen sich waschen, müssen die Wunden reinigen. Und meine größte Sorge war, wenn ich so jemand begegne, es tut mir leid, aber ich verkraft es nicht. Die sind so entstellt, ich kann das nicht anschauen. Und soll ich euch was sagen? Sünde entstellt uns genauso wie Lepra entstellt. Und soll ich euch noch was sagen? Wenn du sehen würdest, meine Schuld, die ich habe, ich mit mir trage, die ich als Tag für Tag auf mich lade und sie wäre wie Lepra sichtbar, du würdest vor mir zurückschrecken. Ich glaube, du würdest dich ekeln vor mir. Ich glaube, du würdest sagen, komm mir nicht zu nahe. Sünde entstellt uns. Gott sei Dank sieht man es uns nicht an. Aber in Gottes Augen entstellt die Sünde seine Geschöpfe. Und da kannst du nichts mehr irgendwie übertünchen, da kannst du nichts mehr reparieren. Gott radikal ein. Alles muss neu werden. Und wisst ihr, aus diesem Grund durfte Jesus auch nicht durch den Samen eines Mannes gezeugt werden. Weil der Mann, die Welt ist von dieser Schuld, von dieser Sünde verseucht. Der Samen des Mannes, da wäre Jesus gewählt worden. Deswegen musste Jesus vom Heiligen Geist gezeugt werden. Nur so konnte er sagen, ihr könnt mir keine Sünde nachweisen. Und so konnte er nur dieses sündlose Opfer, dieses reine Passahlamm sein am Kreuz von Golgatha. Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und da gibt es keine Übergangsphase. Da geht nicht irgendwie das Alte langsam zurück und das Neue kommt. Nein, wenn du in Christus bist, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann ist das eine radikale Änderung. Alles ist neu geworden in deinem Leben. Da hast du ein neues Denken, eine neue Lebenswirklichkeit. Du entdeckst auf einmal, dass es eine Ewigkeit gibt. Du siehst, dass es einen Himmel gibt. Du merkst, dass Gott die Welt geschaffen hat und nicht irgendwelche einen Urknall oder sonst irgendwie was. Vieles wird neu. Du wirst von der Finsternis in das Reich Jesus versetzt. Aber ist das Wahrheit? Sitzen im CVM Hochstetten, da sitzen jetzt nur zwei. Aber ich mache jetzt einfach mal so. Sitzen hier lauter neue Menschen? Ist alles neu? Wisst ihr, da gibt es noch so eine Spannung in uns. Das Alte in unserem Leben, das spüren wir noch. Aber wir dürfen dieses neue Leben anziehen in Jesus. Wir dürfen dieses Neugeborensein anziehen. Weil am Kreuz, dort vorne steht es, am Kreuz,
Kreuz ist unser alter Mensch in Jesus gestorben. Wir merken noch in unserem Leben, dass das Alte noch da ist, aber wir merken auch, dass das Neue hervorbricht. Und wir sollten nicht sagen, selbstverständlich sündigen wir noch. Das sollte nicht unsere Einstellung sein. Selbstverständlich sündigen wir noch. Eigentlich sollten wir sagen, selbstverständlich wäre es, wenn wir als Gotteskinder nicht mehr sündigen. Und wenn es in uns anders ist, wenn diese Selbstverständlichkeit, dass wir nicht mehr sündigen, wenn das in uns anders ist, dann sollte uns das erschrecken. Weil Gott sagt, alles ist neu geworden. Und wenn wir darüber erschrecken, dann passiert eins, dann sagen wir nicht mehr, ich bin halt so. Ich kann mich eh nicht ändern. Ich habe es schon so oft probiert. Es wird wahrscheinlich alles beim Alten bleiben. Aber wenn wir diesen Schmerz spüren, dass wir sündigen, obwohl wir eine neue Schöpfung sind, dann eine Zuversicht, eine Motivation verursachen, die uns sagt, wir wollen uns trennen von dieser Sünde. Und wisst ihr, wir sind oft in einem Gottesdienst und ich habe da mal eine Geschichte gelesen und die hat mich sehr beeindruckt. Das hat was mit mir gemacht. Wir sind oft im Gottesdienst und dann hören wir eine tolle Predigt über das Kreuz, über Jesu Tod. Und dann hören wir das an und wir gehen raus und wir loben den Prediger. Und dann, hey, aber das hat mich aber aufgeregt, was derjenige da vorhin gesagt hat in der Nachbarschaft. Oder gestern war mein Nachbar bei mir, da ist mir Personen und Sachen auf. Aber wo wir uns nicht drüber aufregen, ist, dass die Schuld, die wir tragen. Das sollte eigentlich das Erste sein, wo wir uns selber drüber aufregen. Ich sündige. Obwohl ich noch ein neuer Mensch bin. Sünde gehört nicht mehr wie früher zu unserem Wesen, sondern sie ist ein Fremdkörper in uns und gegen das sich unser neues, von Gott geborenes Wesen aufbäumt. Sünde ist wie ein Fremdkörper, gegen das sich unser von Gott neu geborenes Wesen aufbäumt. Und im 1. Johannes 5, da tut der Johannes, ich glaube, viermal erwähnen, von Gott geboren. Wer von Gott geboren ist, was von Gott geboren ist. Also ich glaube, es ist ihm sehr wichtig gewesen, das zu betonen, dass du in Christus von Gott geboren bist. Und was bedeutet das für dich? Weißt du, das bedeutet nicht nur Wiederherstellung für dich, sondern das bedeutet auch Gewinn. Gott möchte nicht nur Wiederherstellung, sondern Gott möchte den Verlust, wenn du das Alte hergibst, und das fällt manchen Menschen schwer. Aber das Alte, wenn du es hergibst, will Gott in einen Gewinn verwandeln. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis mit der Perle. Da heißt, er verkaufte alles, was er hatte, um diese eine Perle zu bekommen. Weil alles, was er hatte, war nicht das wert, was diese Perle ihm gegeben hat. Und so ist es auch in Gottes Reich. Gott wird uns einen Dazugewinn geben in unserem Leben. Mehr als Adam im Paradies je gehabt hat. Und weißt du, du bist erhöht durch diese neue Kreatur. Wenn du von Gott geboren bist, eine neue Schöpfung, dann bist du erhöht, du bist in eine Position hineingekommen. Da ist Adam nie drin gewesen. Du bist ein Freund, du bist ein Bruder Jesu. Der Himmel ist für dich offen und du hast eine höhere Beziehung zu Gott als die Engel. Wisst ihr, die Engel, die sind an Schönheit und Stärke überragen die uns. Aber kein Engel hat Gott in eine solche Beziehungsposition zu ihm gebracht, wie dich und wie mich. Und wisst ihr, Paulus sagt auch noch einmal, dass wir in den himmlischen Welten eingesetzt sind durch Christus, damit wir diesen überragenden Reichtum, dass wir den erhalten, dass Gott uns damit segnen kann. Gott hat uns in den Himmel eingesetzt, damit er den überragenden Reichtum über uns ausschütten kann. Ich finde es richtig toll. Und du bist auch, und das sagt auch der Epheserbrief, mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet. Wenn das nicht ein Dazugewinn ist. Gottes Gutes und Barmherzigkeit werden folgen ein Leben lang. Und du wirst ein Erbe Gottes sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Gott macht dich zum Erben und er krönt dich mit Gnade
und Barmherzigkeit. Und wisst ihr, einmal in der Ewigkeit könnte es vielleicht mal so sein, das sind Engel. Und die Engel, die waren nie in der Sünde drin gesteckt. Und Engel sind auch nie von Neuem geboren worden. Engel sind einfach nur geschaffen worden. Aber ich stelle mir das so vor, in der Ewigkeit einmal wird eine große Anbetung sein. Und vorne wird der Thron Gottes sein. Und hinten stehen dann die Engel. Und dann sagt ein Engel zum anderen Engel, der hat gerade die Hände so hoch gehoben, ist gerade im Lobpreis, aber das macht man ja so, wenn man hinten steht, da kann man auch ein bisschen mal beim Lobpreis reden. Dann steht ein anderer Engel neben ihm, dann sagt er zu ihm, du, wer sind denn diese Wesen da vorne, ganz nah am Thron Gottes? Und schau, was sie liebt. Und dann wird der andere Engel zu ihm sagen, du, horch, soll ich dir das sagen? Uns hat Gott geschaffen. Aber das da vorne, das sind die Kinder Gottes. Das sind die Kinder Gottes, für die der Sohn Gottes gestorben ist. Er ist für sie auf diese Welt gekommen und Gott hat sie lieb. Und so wird es sein im Himmel. Von Gott geboren macht was mit uns. Wisst ihr, ich bin früher als in Bruce Lee-Filme reingegangen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Bruce Lee kennt. Ich gucke mal da vorne. Da nickt man, Bruce Lee kennt man wieder. Das war so ein Karatefilm, ja? Ah! So war das. Und wir sind da so mit 17 reingegangen und dann sitzt du so drin und guckst den Film an und ich soll euch was sagen, danach bist du rausgekommen mit einer breiten Brust und breiten Beinen. Dann hättest du am liebsten auch so einmal einen Tisch zusammengeschlagen. Und wisst ihr, was eure breite Brust ist? Deine breite Brust. Deine Zuversicht, dass du von Gott geboren bist. Und woran erkennt Gott eigentlich, dass du, wenn du von ihm geboren bist, dass du auch lebst? Der Johannesbrief erzählt es uns. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 4. Dort wird bei einem Kind, da schaut man ja danach, nach der Geburt, da macht man Tatschel, und wenn es Luft holt, ist man froh. Wenn es nicht gleich Luft holt, kriegt es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob man das macht oder ob das ein Vorurteil ist, und ein kleiner Boller hinten drauf und dann fängt es an zu atmen, das Gesicht wird rot und dann weiß das Kind lebt. Woran erkennt Gott, dass dein Glaube lebt? In 1. Johannes 5 steht es drin, 1 bis 4, wenn du Gott liebst, wenn du seine Kinder liebst, und die Liebe zu Gott zeigt sich, wenn du seine Gebote hältst. Daran erkennt Gott, dass du lebst, dass du, wenn du von Gott geboren bist, du Farbe im Gesicht hast, dass du am Leben bist, dass dein Glaube lebt. Und wenn du Jesus liebst, dann willst du die Welt überwinden, indem du die Gebote Gottes hältst. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Dominik wird weiterblättern. Der zweite Punkt ist, meine Zuversicht in Jesus ist, dass ich überwinde. Alles ist von Gott, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Also, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Also was soll überwunden werden? Die Welt soll überwunden werden. Die Welt mit ihren Kräften, die in ihr wirken, soll überwunden werden. Und wozu soll die Welt überwunden werden? Wozu sollen diese Kräfte, die in der Welt herrschen, überwunden werden? Um Gottes Gebote zu halten. Und das geht aus dem Vers vorher hervor. Da heißt es nämlich, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Und der Vers 4 beginnt mit einem Denn. Also, ihr kennt ja viele Gebote. Ihr kennt das höchste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst nicht richten, du sollst nicht fluchen, du sollst den Sabbat nicht brechen. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Du sollst nicht fluchen, du sollst deinen Mann, deine Frau nicht verlassen. Du sollst nicht Ehebruch machen. Wenn wir die Gebote halten, können wir zeigen, dass wir Gott lieben. Aber eine unsichtbare Kraft
Eine unsichtbare Kraft zieht uns nach unten. Und Paulus sagt, das ist Welt. Und wie überwinden wir die Welt? Durch den Glauben an Jesus. Das ist unsere feste Zuversicht. Das, was uns runterziehen will in dieser Welt, die Kräfte dieser Welt, und die sind halt stark, können wir überwinden durch den Glauben an Jesus Christus. Und das soll einfach sein, sagt hier Johannes. Der spinnt doch, oder? Der kennt doch meine Situation nicht. Der weiß doch nicht, wie es bei mir aussieht. Der weiß doch gar nicht, ja, ich fluche gern, ich bin gern neidisch. Ja, ich kann mit 2, 3 Leuten aus der Gemeinde nichts. Das ist schon immer so. Der hat doch keine Ahnung, da geht nichts. Ich drücke auch mal gern einen rein, ich hänge in der Pornoabgänge drin, ich mache gern mein Ding. All solche Sachen, da hängen wir drin und da zieht uns etwas nach unten. Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir automatisch überwinden. Manchmal ist es so, dass wir automatisch unser Glauben den Sieg erringt. Meine Frau und ich, wir sind einmal in Südfrankreich verfolgt worden von 2 jungen Leuten. Es hat einen Grund gehabt, wir waren da nicht so schuld, aber es war ein Missverständnis. Aber die waren so zornig auf uns, dass sie auf einer einsamen Landstraße uns abgefangen haben und uns eigentlich überfallen wollten. Und wisst ihr, was automatisch bei mir da war? Segne sie. Segne sie. Im Namen Gottes sprich Gutes über sie aus. Segne ihre Familien, ihre Art. Das war wie automatisch da. Ich konnte sie gar nicht hassen. Ich konnte sie nur segnen. Und seitdem habe ich auch immer wieder den Drang, wenn Menschen mir negativ begegnen, das kommt automatisch bei mir. Ich fange an zu segnen. Wisst ihr, viele Gebote halten wir. Da können wir gar nicht anders, aber bei manchen Sachen heißt es, überwinde diese Kraft, die dich zieht, die dich nach unten holen will. Und wisst ihr, die Welt, das ist die von Gott abgewandte Menschheit. Die Welt, die im Finstern ist. Und Zacharias, der betet so schön, wo Johannes geboren wird, wo er wieder sprechen kann. Betet er, durch Gottes Barmherzigkeit ist das Licht auf der Höhe zu uns herabgekommen und hat uns besucht. Und es scheint zu denen, die in der Finsternis sitzen und im Todesschatten. So sieht die Welt aus. Durch den Menschen sind Tod und Sünde in die Welt hineingekommen, eingedrungen. Und deswegen sieht sie so aus, wie sie momentan aussieht. Und Johannes schreibt auch in dem 5. Kapitel, wir wissen es als Kinder Gottes, die Welt liegt im Argen, weil sie sich nicht nach den Ordnungen Gottes hält. Und Jesus sagt, der Fürst dieser Welt, das ist der Satan, das ist der Teufel. Diese Welt hier auf der Erde steht im Gegensatz zu der Welt Gottes. Und deswegen musste auch Jesus von oben kommen, weil dazwischen ist ein Riss, da gibt es nichts zusammen. Und Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt. Wenn du von Gott geboren bist, dann bist du nicht von dieser Welt. Es gibt eigentlich nur 2 Aggregatzustände. Entweder bist du in der Welt oder du bist, wenn du von Gott geboren bist, nicht von dieser Welt. Und wisst ihr, wer Versöhnung braucht? Der Paulus schreibt es auch so schön. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst am Kreuz. Gott war in Jesus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Da habe ich mal drin. Das hat mich mal so tief bewirkt, was das für Schmerzen waren, was Gott da für mich getan hat. Aber was treibt denn die Welt so? Wie tickt denn die Welt? Das Komische ist, der Johannes gibt in seinem Brief überall die Antworten auch. Es war in 1. Johannes 2 und da schreibt er etwas und ich liebe diese drastischen Worte. Wie tickt die Welt? Da schreibt dann 1. Johannes 2,16, denn alles, was von der Welt ist, also ich habe es euch ja schon erklärt, es gibt nur nicht von der Welt und in der Welt. Und jetzt schreibt er, alles, was in der Welt ist, was ist denn das? Und dann schreibt er, denn alles, was von der Welt ist, er greift jetzt nicht Menschen an, er greift jetzt nicht irgendwelche Geschöpfe an. Er beschreibt, was da ist, wie die Welt, die Kräfte der Welt. Und das Erste, was er sagt, der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern das ist von der Welt. Das sind dramatische Worte, wo hier
benutzt werden. Lust des Fleisches. In der Hoffnung für alle wird selbstsüchtige Wünsche. Ja, ich. Ich muss alles rausholen aus diesem Leben, was es gibt. Ich muss doch gucken, wo es gut, wo ich zurechtkomme. Ich kann doch nur nach mir gucken. Was der andere macht, ist mir doch egal. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Wie viele Götzen gibt es in der Welt, wo wir Lust haben, mit den Augen hinzuschauen. Da zieht uns die Welt. Und dann der Hochmut des Lebens. Wisst ihr, mein Vater ist mit 56 gestorben. Das war ein starker Mann. Aber er lebte in dieser Welt und er hatte den Hochmut des Lebens. Für was brauche ich Gott? Ich bin stark genug. Für was brauche ich ein höheres Wesen? Ich komme selber klar. Und erst am Ende seines Lebens, wo er ein Jahr krank war, hat er sich geöffnet, hat da Buße getan und hat Jesus angenommen, noch ganz zum Schluss, kurz vor seinem Tod in seinem Leben. So tickt die Welt. Das sind starke Kräfte. Aber unsere Zuversicht, der Sieg, der die Welt überwindet, Siegertyp. Ich liebe Johannes. Wunderbar, was er schreibt. Du bist ein Siegertyp. Weißt du warum? Johannes schreibt es, weil der in dir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der, der in dir ist. Und wer ist denn in dir? Christus ist in dir. Jesus ist in dir. Und unser Leben ist immer auch wie eine Wegbiegung. Wegbiegung kennt ihr. Du laufst da irgendwie, geht's da irgendwie so rum. Du siehst da nicht rum. Du läufst halt so. Und so ist unser Leben. Wir laufen, wir sehen oft nicht voraus. Und auf jeder Wegbiegung kann etwas auftauchen in unserem Leben. Da kann etwas sein, wo uns diesen Sieg und diesen Frieden rauben will. Wenn wir es zulassen. Weil Satan ist nicht weit entfernt. Der wird auch mit seinem Geschäft nicht aufhören, uns Schwierigkeiten zu machen. Der wird sich auch nicht zurückziehen. Der wird weiter mit Täuschen und mit Lügen versuchen, uns zu schädigen. Und deswegen ist es gut, wenn wir auf unserem Weg, wo wir laufen, immer wieder checken, unsere Verbindung zu unserem Herrn Jesus. Habe ich den Glauben, habe ich die Zuversicht, dass mein Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet, wenn an der nächsten Wegbiegung etwas kommt? Hast du diese Zuversicht? Der Glaube kann jede Situation ändern. Mag es noch so dunkel sein und mag die Not noch so groß sein. Und wenn wir aber in einem Augenblick, wo wir unser Herz echt danach ausrichten, dass wir von Gott geboren sind und dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet, dann können wir erleben, dass sich Situationen verändern. David hat gebetet, mein Fels, mein Heil. Paulus hat durch Dank diese Zuversicht auch bekommen für die Brüder, die gekommen sind halt dann. Das macht doch was mit uns, das verändert uns doch. Wenn man Glauben hat, zieht man sich nicht zurück. Wenn man Glauben hat, zieht man sich nicht zurück, sondern hält den Feind auf, wo man ihn findet. Und Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg 1940, die Deutschen waren gerade dabei, England zu überrennen. Und sie hatten eine Ministerrunde und seine Minister dachten, Churchill sagt jetzt, wir werden einen Kompromiss machen müssen, wir werden Frieden schließen müssen. Vielleicht müssen wir auch die Niederlage eingestehen. Nein, dieser Churchill hat das alles nicht gesagt. Und es war keine Hoffnung für die Engländer da in dem Moment. Churchill hat gesagt, ich glaube an den Sieg. Wisst ihr, was Glauben heißt? Glauben heißt, an den Sieg zu glauben. Und da bitte ich dich, begnüge dich nicht, wenn du die Welt überwinden kannst und Gottes Gebote halten kannst, dann begnüge dich nicht, bitte nicht mit einem Unentschieden. Wir werden immer fallen, wir werden immer sündigen. Aber es gibt Dinge, die du kannst überwinden. Du kannst aufhören zu fluchen. Das war mal so ein Problem von mir. Du kannst aufhören, anderen Menschen was reinzudrücken. Du kannst Dinge verändern in deinem Leben. Aber mach kein Unentschieden. Mach einen Kompromiss, weil dein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und es gibt, und jetzt komme ich gleich zum Schluss, ich habe mal ein Buch gelesen, und wir waren auch dort in Südfrankreich, dort gab es einmal Hugenotten, Friedrichsthal zum Beispiel ist ein Hugenottendorf, das sind Menschen, die aus Südfrankreich damals geflohen sind. Warum sind sie geflohen? So Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang
des 18. Jahrhunderts gab es eine, dort geschah etwas. Das war um Nîmes rum in der Gegend und die katholische Kirche hat es nicht akzeptiert. Die hat es total unterdrückt, Soldaten hingeschickt, Familien wurden verschleppt, Männer kamen auf die Galeeren, Frauen wurden ins Gefängnis gesteckt, Kinder wurden mit Öl überschüttet, damit die Eltern den Glauben absagen. Es ist dort Furchtbares geschehen. Und dort ist eine Frau groß geworden, die heißt Marie Durand. Sie war frisch verhaftet auf der Galeere, weil er ein Prediger war. Die Mutter war schon im Gefängnis, der Vater war schon im Gefängnis. Ihr Mann musste fliehen und verhaftet, wurde in einen Turm eingesperrt. Den Turm von Egmont, ich glaube, so heißt die Stadt. Den Turm gibt es noch, auch den haben wir mal besucht. Das ist der Turm der Beständigkeit. Und dort gab es nur Stroh, Wasser, sonst gab es dort nichts. Das war ein runder Raum, groß, vielleicht so 8 Meter Durchmesser. Dort haben 8 Frauen gehaust. Marie Durand war 38 Jahre in diesem Turm eingesperrt. Und was war ihr Vergehen? Sie hat nur an Jesus geglaubt. Und jede Woche kam der katholische Priester rein und hat zu ihr gesagt, weißt du, das ist alles kein Problem. Du musst nur abschwören deinem Glauben. Du musst nur sagen, ich komme zurück in den Schoß der katholischen Kirche. So war das damals. Ich will da niemanden angreifen, aber das war damals so. Sie hätte nur abschwören brauchen. Aber sie hat 38 Jahre widerstanden. Und der Turm hat einen Brunnen. Und in dem Brunnen, und das bewegt mich immer noch, wenn ich so dran denke, an dem Brunnenrand steht ein Wort, eingesetzt in den Fels. Und man vermutet, dass es von Marie Durand war. Da steht drauf, widersteht. Und soll ich euch was sagen? Jeden Tag kommt die Welt zu uns zur Tür rein. Jeden Tag kommt die Welt zu uns zur Tür rein und sagt zu dir, willst du wirklich die Gebote Gottes halten? Hey, mach doch Kompromisse. Komm, schwör doch da ab. Du brauchst doch nicht dran zu glauben, dass dein Glaube der Sieg ist halt. Gib doch einfach ein bisschen nach. Das ist doch nicht so schlimm. Aber so ein Vorbild wie Marie Durand, und wir können auch von Vorbildern leben, das ist für mich ermutigend, damit ich einfach auch sehe, ja, in anderen Situationen haben Menschen ganz anders widerstanden. Was ist Glaube? Jetzt komme ich zum Schluss. Glaube ist meine Zustimmung zu dem, was bei Gott wahr ist. Glaube ist meine Zustimmung zu dem, was bei Gott wahr ist. Stimmst du zu, dass du in Jesus auch bist, du durch deinen Glauben an ihn den Sieg und die Welt überwunden hast? Ich hoffe, du glaubst es. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte noch eins ansagen. Vielleicht kann der Dominik einfach nochmal diese Fragen anwerfen, die ich noch zusammengestellt habe für die Gruppe. Die könnt ihr einfach nachher mal lesen. Ich habe sie aufgebaut jetzt auf die Predigt. Einfach mal an. Soll einfach eine Hilfe sein, müsst ihr ja nicht. Aber ich denke, es ist hilfreich, wenn man sich da einfach drüber unterhält. Ich sage einfach mal Amen. Stefan? Entsprechend auf. Hallo, liebes Publikum, ich bin hier in meiner Moderatorenkabine. Wo ist das Blinklicht? Nina bringt mir das gleich mal noch. Das habe ich auch in Mobilvariant umgebaut und ich habe die große Freude, Hans, an dich einige an Fragen zu stellen. Ich werde ein paar das Best-of raussuchen. Danke. So, jetzt sind wir bereit. Ich fange mit der einfachen Frage an. Danke. Ich komme zurück zu den Gangstern. Ihr wisst ja, da muss eine Frage dazu kommen. Du hast gesagt, du hast angefangen, die dann zu segnen, also euch quasi hinterher sind, überfallen haben. Zwei Fragen dazu im Wesentlichen. Also erstens, warst du überrascht davon, dass du so reagierst? Also ich wäre es von mir gewesen, sag ich mal so. Und war das irgendwie so ein Beginn, wo sowas angefangen hat, dass du irgendwie deine, sagen wir mal, Feinde, die dich irgendwie angreifen, so segnest?
Oder war das vornherein dir schon klar und jetzt muss ich das machen? Also ich frage mich, wie hast du dich in der Situation über dieses Segnen, wie hast du es wahrgenommen? Also wahrgenommen habe ich, dass es ein Automatismus war. Irgendwie wusste ich, wenn ich anfange, die zu hassen oder über sie zu fluchen, was sind das für Rindviecher? Das war so tief drin, das ist nicht Gottes Weg. Sondern Gottes Weg ist, segne deine Feinde. Nur das kann dir selber zum Segen werden. Es war eigentlich automatisch da. Und ich sage jetzt mal so, wenn du Erlebnisse machst mit Segnen, ich habe das im Beruf mehrmals erlebt, ein Betriebsrat, wo auf mich zukam, Hans, ich streiche euch alle Überstunden. Der hat mir so Probleme gemacht und ich wusste, segne ihn. Und er hat sich verändert. Ja, also diese Erfahrung hat mir geholfen, in anderen Erfahrungen einfach gern zu segnen. Das bringt mich sofort zu meiner zweiten Frage. Das passt hervorragend. Und zwar, hast du mal gesagt, also am Anfang der Predigt, Zuversicht heißt überzeugt sein, ohne Zweifel zu haben. Und ähnlich wie du vielleicht auch, also meinen normalen Schritt gegangen, hast du mal was gemerkt, dass was passiert und drum und dran. Ist es nicht ein Stück weit auch im Glauben so, dass man schon mal Zweifel hat? Also vielleicht hast du keinen Zweifel, ich habe doch schon das eine oder andere Mal meine größeren und kleineren Zweifel. Aber ist es mal wertvoller, auch um Zuversicht sozusagen zu kultivieren, mal Zweifel gehabt zu haben, zu merken, hey, die Zweifel erfüllen sich gar nicht oder ich kann auf Gott verlassen und dann passiert was. Also ich will sagen, wenn du sagst, Zuversicht heißt überzeugt sein ohne Zweifel, war schon von vornherein der Meinung oder war das für dich auch eher so eine, sagen wir mal, langjährige Geschichte, wo du auch mal eine Enttäuschung erlebt hast oder was Gutes erlebt hast oder also was sagst du dieser absoluten Aussage von dir vielleicht mehr? Also ich sage jetzt mal so, die Beziehung zu Gott ist ja ein Wachstum. Und ich bin jetzt 58, werde 59, die Beziehung wächst immer weiter. Das heißt, und du hast auch heute noch irgendwo kein Vertrauen, mal in ein Loch rein und. Und das ist schon so, wie du sagst, Zuversicht hat man nicht immer, aber man braucht sie oft als. Und David hat ja auch in einer Krisensituation gebetet und hat dann Zuversicht bekommen. Ja, das kam dann. Durch Gebet, in der Situation. Also das ist nicht kontinuierlich da. Und wie gesagt, wenn du diese Erlebnisse machst, das kannst du bei David nachlesen, der hat das ja oft erlebt, und dann bist du immer mehr, ziehst du diesen Pullover an und merkst, ja, Gott ist mein Heil, das gibt mir Zuversicht. Also es ist schon ein Wachstum. Mit, ja, auch mal mit Dellen, aber so ein Wachstum, würde ich mal sagen, ja. Okay, also eher so insgesamt nach oben mit Schwankungen sozusagen. Okay, gut, verstehe. Jetzt komme ich zu einer schwierigen Frage, provokant. Und zwar hast du mal gesagt, wenn ich jetzt quasi sündige, also ich bin nur geboren, dann sündige ich, dann sollte ich mich eigentlich über mich aufregen. Das ist so, also habe ich es mitgeschrieben zumindest, ich hoffe, das stimmt, was ich hier sage. Da habe ich mich, als saß ich in meinem Stuhl und gedacht, Mensch, ich kann mich ja nicht den ganzen Tag über mich aufregen. Also ist es eine gute Art und Weise, so mit sich umzugehen, Fragezeichen, oder was, worauf willst du uns stoßen? Also du überspitzt es natürlich, er sagt jetzt, jeden Moment kann ich mich doch nicht über mich aufregen. Moment, habe ich über mich gedacht, weil ich vielleicht doch mal hier und da die eine oder andere Sünde begehe, muss ich zugeben. Ja. Also ich sage jetzt mal so, Gott ist ja auch barmherzig, wir fallen alle, ja, täglich, wöchentlich, wir haben alle Dreck am Stecken. Barmherzig und vergibt uns. Und manchmal tappen wir irgendwo rein oder sonst irgendwas. Aber es gibt auch Abhängigkeiten und die kennt jeder von euch in irgendeinem Bereich, wo ich auch wirklich sagen kann, ich will das nicht mehr. Es soll nicht sein, dass hier ein Fremdkörper in mir drin ist, der mir Probleme macht. Ja? Das ist so das, wo man sagen muss, dass du nicht den Deckel drüber legst, über deine Pornografie, ich sage es jetzt einmal so, dass du nicht den Deckel drüber legst über deine partnerschaftliche Beziehung, die gerade nicht so gut läuft. Dass du nicht den Deckel drüber legst, wie du zu deinen Kollegen auftrittst oder da gibt es so. Sondern wenn du da erschrickst, eigentlich entspreche ich nicht dem Maßstab Gottes. Und du willst Änderung. Das ist so das, wo du über dich selber auch mal erschrecken solltest. Es kam von der katholischen Kirche, die Masken waren Fratzen und der Mensch sollte erschrecken an den Fratzen, wie der Mensch entstellt ist, wenn er von Sünde geprägt ist. Ja, das war eigentlich ein guter Ansatz, sage ich jetzt mal.
Sehr gut, vielen Dank. Letzte Frage, persönliche Natur. Du hast viel von auch Gebeten geredet, die die Zuversicht der Protagonisten gestärkt hat. Mein Heil, mein, was war David war es, oder? David. Genau, ja. Jetzt die Frage, wie macht es der Hans? Betest du dann auch so, wenn du dir Zuversicht fehlt oder fehlt dir nie Zuversicht? Also vielleicht mal schon im Zweifel. Aber was ist so deine Lieblingsart, dir Zuversicht aufzubauen, wenn das nicht zu persönlich ist? Also gestern war so eine Situation, da habe ich so einen Hänger gehabt. Ich weiß auch nicht. Ich bin zwar im Ruhestand, aber mein Lebensstil hat sich nicht geändert. Ich mache mir auch im Ruhestand ein bisschen Druck. Da wird der eine oder andere sagen, hast du eine Meise? Gestern war so ein bisschen so eine Druckphase. Brauche ich euch nicht erzählen, was das genau war. Aber da war ich ein bisschen so down. Und da habe ich diesen Psalm 62 nochmal gelesen, weil ich ja ihn auch vorbereitet habe. Und dann habe ich schon gewusst, Herr, du bist der Fels meiner Stärke. Auf dich stelle ich mich jetzt. Und ich habe gemerkt, ich konnte das sehr ruhig und bewusst beten. Und tatsächlich, ich habe gemerkt, dass ich ruhig geworden bin. Also die Dinge, die Gott dir zuspricht aus seinem Wort oder wenn du einfach da sitzt und mal die Augen zumachst und Gott bittest, hast du einen Zuspruch für mich und was dir da einfällt. Wenn Gott dir da etwas gibt, und du nimmst es an, dann führt es zur Zuversicht. Und ich habe Zuversicht bekommen. Ich habe natürlich auch schon Phasen gehabt. Ich habe mal eine leichte Depression gehabt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich stehe dazu. Die ging 3 Wochen. Leute, da habe ich aber nur vom Verstand her sagen können, dass Gott mich liebt. Aber da habe ich eine andere Zuversicht gehabt. Und zwar einer meiner Lieblingsverse ist: Was betrübst du dich, oh meine Seele? Bleib einfach ruhig, meine Seele. Denn harre auf Gott. Denn du wirst es noch erleben, dein Angesicht dir zuwendet. Und es war dann so. Also in Situationen, wo du keinen Glaube hast, keine Hoffnung, muss ich sagen, ist dieser Psalm 42,6, dieser Vers für mich immer so. Da ist er einfach nur, wo es sagt, ja, das wird so sein. Ich würde sagen, gutes Schlusswort. Ein guter Punkt. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank für deine Offenheit, auch dich den schwierigen Fragen zu stellen.